Und somit herzlich willkommen zum neuen Video, meine Freunde. Da seid ihr endlich wieder. Ich habe euch vermisst und hoffe, ich habe euch jetzt mit dem Vorspann, um diese Maske geht's übrigens, auch ein wenig im Halloween-Fieber versetzen können. Denn ich bin, wie einige alte Zuschauer, die schon länger dabei sind, wissen, bin ich gerne Halloween-mäßig voll aktiv. Das heißt, ein bisschen Leute ärgern, ein bisschen Leute pranken, alles dekorieren. Dafür habe ich unten ein paar Links für euch über die Dekoration. Ich habe da mal so eine Roomtour gemacht, die könnt ihr euch reinschauen. Ansonsten findet ihr zu der Maske noch einige Fotos im Blog und ich habe die Maske noch einmal kurz verlinkt. Einmal draufschauen und dann habt ihr soweit alles. Ja, die Aufnahmen sind etwas alt, deshalb nicht wundern, warum es nicht so im neueren Stil gedreht ist. Ich mache wieder ein bisschen Off-Stimme, das heißt, ich spreche oben drauf, also auf die Videoaufnahme drauf. Gefällt mir besser und das kriege ich auch viel besser hin. Also meine Freunde, checkt die Links ab und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auf die Maske ein. Ihr müsst euch vorstellen, vor allem die Halloween-Fans und Michael Myers-Fans, die wissen das, zu jeder Michael Myers-Folge bzw. zu jedem Kinofilm gibt es eine andere Maske, das heißt Halloween 1, 2, 3, 4 und 5, die haben unterschiedliche Masken. Hierbei handelt es sich um die Michael Myers Halloween Age 20 Maske, das heißt der Film stammt vom Jahre 1998, da hat Josh Hartnett mitgespielt und Busta Rhymes, der Rapper. Und diese Maske ist einfach 1:1 nachempfunden, also 1:1 der Maske nachempfunden, die dort im Film verwendet wird. Das erkennt ihr eigentlich ganz gut an dieser wunderbar super guten, also ich übertreibe nicht, super guten Latexqualität. Sehr sauber verarbeitet, sehr detailreich und lässt sich auch perfekt auf der Haut tragen, ohne Babypuder rein, Babypuder rein streuen zu müssen. Das Kunsthaar, das haben die Macher sehr gut eingearbeitet und auch schon so nach hinten gekämmt. Die alternative Maske, die ich euch unten auch verlinkt habe, die kostet 20 Euro, ist sehr detailliert und auch sehr gut, aber leider sind die Haare so schlecht, dass man sie ja mit Haarspray noch fixieren muss. Das fällt hier alles weg. Da es sich um eine originale Myra Max lizenzierte Maske handelt, findet ihr natürlich auch die Narben, die man im Film gesehen hat, die sind hier ganz gut eingeblendet. Da bin ich ganz ehrlich, das Ding sieht einfach geil aus. Also damit kann man richtig fett Leute erschrecken. Ich kann euch mal ein Bild zeigen, beziehungsweise schaut mal im Blog nach. Da ist ein Bild von mir, wo ich sie trage mit so einem Messer. Und wow, einfach nice. Also für jeden Fan oder für jeden, der in Halloween was reißen will, genial. Kann ich einfach nur empfehlen. Das Schöne ist daran, diese Maske ist nachempfunden, der Age-20-Reihe. Das heißt, die gibt ein besonderes Halloween-Flair weiter. Es ist einfach angenehm, diese Maske zu tragen, das Feeling passt einfach und ihr seht da nicht aus wie so ein nachgemachter Michael Myers, sondern halt wie ein echter Michael Myers. Ich habe damit auch schon Leute geärgert, ja, in meinem Alter sollte man sowas nicht mehr machen, aber ich werde einfach nicht erwachsen. Ja, wisst ihr, ihr kennt meine Videos. Ja, ansonsten kann man dazu nicht viel sagen, ich kann das Ding einfach nur in den höchsten Tönen loben. Es ist ein schönes Teil und für jeden Fan ein Muss. Wenn ihr das Ding aber nicht mehr tragen möchtet, weil ihr jetzt auch keine 90 Euro ausgeben wollt oder ihr wollt die nicht ausgeben und denkt dann, was soll ich damit außer an Halloween, setzt die einfach wie ich. Ich habe da so eine Pringles-Packung genommen in eine Vitrine und dann habt ihr so ein richtig geiles Filmschmuckstück für eure Filmewand, wenn ihr dann so ein bisschen freakmäßig unterwegs seid. Ansonsten, meine Freunde, was noch stören würde bei einer Maske, das war bei der 20-Euro-Maske, da kriegt man so nach einer halben Stunde nicht mehr so gut Luft, ist hier nicht der Fall, die sitzt etwas anders, also die ist ein bisschen besser aufs Gesicht zugeschnitten, auch wenn jeder jetzt eine andere Form hat und wirkt einfach sauberer, also man kann besser drin atmen und kriegt besser Luft und kann besser drin sprechen. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich verlinke euch mal die Alternativen dazu. Ihr habt die Bilder gesehen. Falls ihr Fragen habt, postet das einfach unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal mit mir schreibt, denn ich vermisse euch. Ja? Ja, meine Freunde, ansonsten gibt's dazu nicht mehr zu sagen. Checkt den Blog ab, checkt die Links ab. Ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dann, euer Chris. Achso, wer den Schrei jetzt auch noch gehört hat, der schreibt bitte unten in den Kommentaren Age20 und dann weiß ich, dass ihr bis zum Ende durchgeschaut habt. Entschuldigung fürs Erschrecken, aber diesmal bin ich wirklich weg und diesmal auch ohne Schrei. Bis dann.